Der beste Plattenträger im Airsoft. Kann man diese Frage überhaupt so einfach beantworten? Ganz klar nein. Denn jeder Spieler hat andere Ansprüche, ein anderes Empfinden und vor allem ein anderes Budget. Heute möchten wir euch aber ein Modell vorstellen, welches aus unserer Sicht mitunter zu den besten Plattenträgern im Airsoft gehört. Wir haben hier den Fly Swiftplate Carrier, der für 99 Euro bei SniperS erhältlich ist. Der Swiftplate Carrier ist ein Low-Profile Plattenträger. Soll heißen, durch das minimalistische Design und leichte Gewicht des Trägers hat man eine erhöhte Beweglichkeit und Spielraum, aber dennoch die Möglichkeit, alles Wichtige an Taschen zu befestigen. Beginnen wir mit der Front des Tragesystems. Auf dem oberen Teil haben wir drei Reihen Flausch, um Patches, Namensbänder und so weiter zu befestigen. Des Weiteren bietet sich dennoch die Möglichkeit, Ausrüstungsgegenstände durch diese Reihen zu befestigen. Dahinter verbirgt sich noch eine Admin-Pouch, um Karten, Stifte und andere Dinge zu verstauen. Am unteren Teil der Front haben wir eine sogenannte Kangaroo-Pouch. Fest verbaut bietet der Plattenträger die Möglichkeit, drei AR-15-Magazine aufzunehmen. Magazintypen wie die der MP7 wären auch möglich. AKs, G36 und Magazine, die Kaliber 7.62 aufnehmen, passen nicht. Dafür müsste man im Inneren der Kangaroo-Pouch die Gummitrenner entfernen. AR-15-Magazine finden gut Platz im Plattenträger und werden mit einem Gummizug gesichert. Der Plattenträger wurde aus 1000D Cordura gefertigt. Bei der Verarbeitung fallen direkt die sauberen Nähte und die verwendeten Materialien auf. Beim 1000D Cordura handelt es sich um ein sehr robustes, aber derbes Material und hier könnt ihr euch sicher sein, dass euch dieses nicht im Stich lässt. Bei den Nähten haben wir eine saubere und gerade Linienführung. Besonders wichtig sind die Molle-Schlaufen und eben diese sind sehr gut verarbeitet worden. Unter der Kangaroo Pouch kann man den Plattenträger an- bzw. ablegen und auch in der Breite verstellen. Auch hier muss man sagen, dass das verwendete Klettmaterial eine gute Qualität aufweist und sehr sicher vernäht worden ist. Ebenfalls ein schöner Verarbeitungspunkt ist, dass die Flauschflächen um die Ecke geführt und vernäht worden sind. Somit hat man eine schöne Kante, die die Griffigkeit beim Anpassen des Plattenträgers deutlich erhöht und man verhindert ein Ausfransen. Der Plattenträger generell ist sehr robust und eher steifer als andere Pendants. Dies soll aber nicht heißen, dass es etwas Schlechtes ist. Wie bereits erwähnt, ist das 1000D Cordura ein derber Stoff. Der seitliche Kummerbund ist flexibel und nicht so wabbelig. Es lassen sich durch die Schlaufen ebenfalls Ausrüstungstaschen via Molle befestigen. Im Inneren des Kummerbunds haben wir einen Streifen Flausch. Die Innenseite des Trägers besteht wieder aus dem Cordura-Material. Die Schulterteile sind ein großer Pluspunkt, denn diese bestehen aus Hyperlon. Deutlich günstigere Modelle verwenden hier einfaches Cordura oder Schaumstoff. Das Hyperlon wurde hier via Lasercut geschnitten, andere Hersteller verwenden zwei Schichten und verbinden diese mit einem Textilnetz, welches mit der Zeit ausfranst. Diese Methode ist etwas stabiler, wir dürfen aber nicht vergessen, der Flyträger kostet unter 100 Euro. Bei den Schulternpolstern wird wieder auf einfaches Cordura gesetzt und die Klettschlaufen haben die Funktion, dass man einen Trinkschlauch hindurchführen kann. Das Rückenteil besitzt auf der ganzen Fläche Molle-Schlaufen. Hier sitzt ebenfalls das hintere Ende des Kummerbunds und über die Gummizüge lässt sich der Plattenträger ebenfalls in der Breite verstellen. Lediglich eine Bergeschlaufe bzw. einen Bergegriff bietet der Fly nicht. Diese sucht man bei den meisten Modellen vergeblich. Kommen wir nun zum Fazit des Fly Swift Carriers. Für nur 99 Euro bekommt ihr einen Plattenträger, der sehr gut verarbeitet ist und hochwertige Materialien besitzt. Ab Werk könnt ihr drei AR-15 Magazine oder ähnliches verstauen. Durch die Konstruktion des Trägers seid ihr sehr beweglich und der Plattenträger liegt sehr gut an. Ebenfalls liegen im Lieferumfang zwei Schaumstoffplatten als Innenleben dabei und dies führt uns zum einzigen Nachteil an dem Träger. Durch die Verarbeitung der Vorder- und Rückenseite haben die Platten minimal Spiel und etwas Luft. Dies bemerkt man wahrscheinlich nicht einmal beim Tragen, aber wir möchten euch dennoch diesen Punkt ansprechen. Für den Fly Swift Carrier können wir euch eine klare Kaufempfehlung aussprechen. Im Airsoft sind Plattenträger meistens nur eine optische Sache und man kann sein Geld an diesem Punkt gerade am Anfang sparen. Der Fly-Plattenträger bietet aber den idealen Einstieg aus Nutzen und Optik. Wenn euch Low-Profile-Plattenträger gefallen, seid ihr hier genau an der richtigen Stelle. Nur seid ihr an der Reihe. Welchen Plattenträger nutzt ihr selbst? Was haltet ihr vom Plattenträger? Wie gesagt, für den Anfang könnt ihr euch das meistens sparen und nutzt einfach einen einfachen Battlebelt. Hier verlinken wir euch nochmal das Video zu unseren Battlebelts. Vergesst nicht, eure Meinung jetzt in die Kommentare zu schreiben, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo, darüber würden wir uns sehr freuen. Wir melden uns soweit ab und wünschen euch viel Spaß bei den restlichen Videos. And here is the Demolition Clown.